Texas und viele andere Staaten haben den Lockdown abgeschafft. In Texas einen Monat danach sinkende Zahl der positiv Getesteten. Wie bewertet die Bundesregierung das? Wie verfolgt sie das? Danke. Also nochmal eine Situation eines Bundesstaates in den USA zu vergleichen, sozusagen mit deutschen Verhältnissen, denke ich mal, ist schon an sich. Ich habe aber nichts verglichen, ich habe nur gefragt, wie Sie das einschätzen. Also Sie wollen keine Einschätzung abgeben, habe ich das richtig verstanden? Eine Frage an Herrn Ewald. Herr Ewald, Gunnar Schupelius hat in der BZ in einem Bericht geschrieben, die Bundesregierung habe keine Beweise für die Wirksamkeit des Lockdowns. Daher meine Frage, welche wissenschaftlichen Studien haben Sie? Danke. Also Herr Reitschuster, Sie wissen, dass wir grundsätzlich nicht Kommentare von Journalisten bewerten. Das ist dann jetzt aber ein Missverständnis, Herr Ewald. Ich habe ja nur das Zitat gebracht und habe daraufhin eine eigenständige Frage vorgebracht. Und die Frage hat ja nichts mit diesem Zitat zu tun. Ich wiederhole die Frage gerne nochmal, welche wissenschaftlichen Studien. Also wenn Sie mir einen Satz aus dem Kommentar so hier vorlesen und mich da um eine Bewertung bitten, ohne sozusagen den erweiterten Zusammenhang und den Begründungszusammenhang hier darzustellen, dann kann ich dazu nichts sagen. Dann ganz ohne den Satz die Frage zum dritten Mal, welche wissenschaftlichen Studien hat die Bundesregierung? Danke. Ist es korrekt, von Neuinfektionen zu sprechen, wie das Herr Seibert auch getan hat, wenn es positive Tests sind? Und wie hoch ist die Fehlerquote? Wie wollen Sie sicherstellen, dass auch Normalsterbliche ein zweites Mal testen können, wie Fußballprofis, die sich das leisten? Also ich kann mich jetzt nicht zu einzelnen Testprodukten äußern. Ich weiß jetzt nicht, welche Tests da eingesetzt wurden.